War das jetzt klug? Ja, oder? Also die Fahrzeuge von hier oben können jetzt weiterhin diesen Weg nehmen, um umzukehren. Das hilft mir aber noch nicht bei meinem eigentlichen Problem. Obwohl, gewisserweise schon. Ich kann jetzt eine Autobahnzufahrt machen, die hier startet. So ungefähr. Da ist natürlich der Stützpfeiler. Ja. Das müsste also später runterkommen. Eigentlich. Nein, ich wollte die Zeit jetzt nicht weiterlaufen lassen. Das ist vielleicht nicht die ideale Idee. So. Es könnte sein, dass das besser läuft. Dann nehme ich diese Straße wieder und stelle das hier. Das soll gerade sein. Stelle das hier wieder her. So, mal sehen, wie sich das entwickelt. Gibt es erstmal noch Rückstau von, naja, wie es eben halt war. Die meisten der Fahrzeuge sollten die spawnen. Ah ja, was ich dann noch machen kann, ist den Winkel hier besser machen. Also, so irgendwie erstmal. Und dann nach oben natürlich. Und dann führe ich euch erst hier in diesen Verkehr hinein. Ja, das bringt natürlich aktuell nichts, weil wir diese Wand aus Autos haben. Ah, hier ist der Fehler. Okay, das mit den Servicefahrzeugen, die einfach hier drüber fahren, funktioniert nicht so einfach. Müssen das leicht anders machen. Und zwar hier drüber. Das sind natürlich die Sachen, die, wenn man etwas auf dem Papier berechnet, nicht so sehr in Anschein kommen. Es könnte jetzt theoretisch sein, dass das besser läuft. Wahrscheinlich aber nicht, weil das so kurz vor dieser Abzweigung ist. Würde wetten, dass es nicht besser läuft. Nein. Okay, würde für unsere Servicefahrzeuge bedeuten, dass sie diesen ganzen Weg nehmen müssen. Aber ist aktuell eigentlich die einzige Lösung, die ich sehe. Denn dieser Autobahnstau geht gar nicht. Dieser völlig absurde. So, unabhängig davon sind wir mittlerweile bei 17.000 Einwohnern. Hier gibt es mehrere Aufstiege. Das liegt daran, dass ich natürlich diese Straßen bereits mit Services zugepflastert habe. Habe ich ja schon gezeigt. Wir haben bereits eine Arztpraxis, eine Feuerwache, eine U-Bahn-Station. Alles, was das Herz begehrt. So, hier gibt es jetzt einen Rückstau. Liegt nur an der Zuwanderungswelle, also dafür ist die Straße schlichtweg nicht gemacht. Aber sobald diese Zuwanderungswelle, die wir gerade haben, abgeebbt ist, dürfte diese Straße hier okay gehen. Ja, und jetzt ist auch das wieder in Ordnung. Wir haben aber weiterhin das Problem, dass unsere Servicefahrzeuge jetzt sehr lang brauchen, um da hinzufahren. Könnten wir lösen, indem wir einen zweiten Ort für Müllabfuhr machen. Also, mal sehen, wie es sich entwickelt erstmal. Aber theoretisch, um die Bahn zu wechseln, müsst ihr halt gerade bis hier hinten hinfahren. Da gibt es wegen des Winkels auch schon einen kleinen Stau, der ist aber nicht so schlimm. Vermute ich jetzt einfach mal fürs Erste. So, dieses Gebiet hier erwacht langsam wieder zum Leben. Langsam. Darauf liegt der Fokus. Langsam. Und wir sind im Plus. Wir sind mit 8000 im Plus. Weil wahrscheinlich unser Bürogebiet langsam auch an Fahrt aufnimmt. Ja, so sieht's aus. Wir könnten das Bürogebiet vielleicht noch ein bisschen verschönern. Jede Investition hier lohnt sich. Wir investieren mal in so ein bonzenhaften japanischen Garten. Hier ist es tatsächlich besser. So, macht euch schon relativ happy und dann kriegt ihr auch noch einen Tennisplatz. Hurra! Langsam haben wir nämlich wieder Geld.
Ja, das hat die jetzt relativ glücklich gemacht. Was noch fehlt, ist eine U-Bahn-Station. Also theoretisch können wir hier eine U-Bahn-Station hinbauen. Dann nehmen wir diese alte Straße, die ja sowieso nicht mehr befahren ist. Und lassen von... Wir könnten es auch direkt vom Bahnhof aus machen, ist vielleicht besser. So. Und da lassen wir eine Linie zwischen rumpendeln. Zwischen dem Wohngebiet und dieser Station hier. Und schauen einfach mal, was passiert. Also, theoretisch solltet ihr das toll finden. Und ja, man sieht es schon. Entwicklung ist positiv. So, Stau ist weg. Servicefahrzeuge könnten weiterhin ein kleines Problemchen darstellen. Aber tun sie gar nicht so. Und wir sind bei 19.000. Ich glaube, das war der alte Stand, den wir jetzt wieder erreicht haben. Finde ich gerade relativ schön, dass das funktioniert hat. Weil ich hatte durchaus ein bisschen Angst, dass ich meine Stadt mit den Veränderungen in den Ruin treibe. Aber bisher muss ich feststellen, das Gegenteil ist der Fall. Sie entwickelt sich prächtig. Bis auf diese Mülltonne. Diese eine Mülltonne wird unser Untergang sein. Na, so schlimm ist es natürlich nicht. Und der Müll wird entfernt. Es dauert ein bisschen, aber er wird entfernt. Da ist jemand auf der Polizeiwache gestorben. Keine Ahnung, wie das passiert ist. So, gib mir mal Zahlen zu Umbrella. Genau, jetzt will ich folgende Richtlinien erlassen. Und zwar einen Bildungsschub. Denn wir haben jetzt primär Arbeit für gebildete Leute. Und dafür brauchen wir gebildete Leute. Dann gab es hier noch Recycling. Und außerdem bei Stadt... Recycling macht halt, dass weniger Müll entsteht. Ich glaube, bei so einem großen Wohngebiet kann das Sinn ergeben. Und dann haben wir noch Hightech-Wohnhäuser. Verwandelt Wohnhäuser in viel angesagtere Smart Homes, was den Bodenrichtwert um sie herum erhöht. Wenn jetzt jedes dieser Wohnhäuser den Bodenrichtwert um sich herum erhöht, dann ist das einfach ein immenser Vorteil, der es uns später erlauben wird, eigentlich wahrscheinlich jetzt schon, dieses Geld, das wir ausgeben, teilweise über Steuern wieder einzunehmen. 2% Steuersatzerhöhung bei der Anzahl an Bewohnern dürfte schon einiges sein. Und wir entwickeln uns halt schneller weiter. Wir sind mittlerweile bei einem rasanten Anstieg und 20.000 Einwohnern. Der Tote liegt hier immer noch. Das macht mir ein bisschen Sorge. Aber die Müllabfuhr schafft es, rechtzeitig hier zu sein. Und ihr benutzt dieselben Straßen. Also woran liegt das? Mal eine ganz dumme Frage. Kann man hier eigentlich umdrehen? Ich probiere mal kurz was. Es gab hier diese lustige Straßenart. Mal sehen, wie sich das so entwickelt. Okay, aber abgesehen davon, seht euch das an. 1036 Passagiere letzte Woche. Das ist nicht schlecht. Es könnte auch sein, dass wir später die... Warte mal, wir zahlen erstmal das Darlehen zurück. Es könnte auch sein, dass wir später noch mehr U-Bahn-Stationen brauchen hierfür. Denn das hier ist ein ziemlich großes Wohngebiet. Ihr findet die Steuern zu hoch. Ist kein Problem, dann nehmen wir das wieder runter. War ja nur so ein Gedanke. Genau in diesem Gebiet. Nehmen wir wieder runter. Dann sollte es wieder angenehm sein. Kriegen auch weniger Geld, aber das macht nichts, denn mit dem Geld stehen wir aktuell sowieso recht gut da. Ich dachte eigentlich, ich hätte all diese Straßen begrünt. Offenbar habe ich das nicht. Dürfte aber nicht so schlimm sein. So, wie gesagt, das hier wird eher eine Folge des Zuschauens. Wir schauen praktisch zu, ob das, was ich so geplant habe und mir gedacht habe bei meinen Veränderungen, funktioniert.
Aber ich muss sagen, aktuell tut es das. Also ich bin sehr überrascht selbst. Hätte ich ja nicht gedacht. Doch, hätte ich natürlich gedacht. Sonst hätte ich es wohl kaum gemacht. Aber, ups, das war ein bisschen zu weit. Ja, die Stadt entwickelt sich recht prächtig. Und wenn wir dann gleich den Normalzustand wieder haben, dann können wir auch weiterbauen. Ich will nur aktuell nicht zu viel verändern, während hier die Veränderungen noch im Gange sind. Sonst denke ich später mal wieder, dass eine meiner vorherigen Veränderungen schuld daran ist, dass alles zusammenbricht. Dabei hat es eine viel einfachere Erklärung oder so. So, der Kreisverkehr hier funktioniert. Ich finde diese Brücken designtechnisch einfach cool. Ich hätte auch Autobahnen benutzen können, aber das hier sieht irgendwie cool aus. So, das funktioniert weiterhin. Hat jetzt irgendwie weniger Passagiere als vorher. Kann ich mir nicht erklären. Verkehr. Also Verkehrsprobleme haben wir offenbar hier. Ist egal. Kann uns aktuell egal sein. Das mit dem Umdrehen auf dieser Autobahn ist ja sowieso nochmal ein Thema für sich. Ach ja, wir haben jetzt die Industrie, die Bürogebiet U-Bahn, genau. Wie funktioniert die denn so? Wie viele Leute sitzen denn da so drin? Kann ich leider gerade nicht nachgucken. 46, also die Haltestelle wird sich auf jeden Fall lohnen. Ist nur die Frage, ob sich genau diese Strecke hier lohnt. Aber ich glaube schon, wir werden das ja noch ein bisschen erweitern. Ja, läuft soweit. Läuft bei mir, muss man sagen. Läuft bei mir. Könnte sogar drüber nachdenken, das noch ein bisschen zu erweitern in diese Richtung. Auch hier kommt dann Bürogebiet dazu. Genau. Das da tut sich. Aktuell leben in Umbrella allein 11.450 Einwohner. Das ist nicht schlecht. Und vor allem, hier ist noch so unglaublich viel Platz für weitere Einwohner. Boah, diese Einwohner treiben gerade meine CPU in den Keller. Aber ich stelle fest, es hat funktioniert. Ja, also das ist, glaube ich, ein genügendes Fazit. Theoretisch könnten wir natürlich hier auch noch. Müsste dann auch so sein. Also theoretisch könnten wir hier halt eigentlich auch noch Bürogebiet hinbauen. Sehe keinen Grund, warum nicht. Langsam brauchen die Leute aber schon wieder Gewerbegebiet. Das hier könnte auch weiteres Wohngebiet sein. Ich weiß es noch nicht. Werden wir mal schauen. Die Leute brauchen wieder Gewerbegebiet, aber wir haben eigentlich genug Gewerbegebiet. Wir haben nur ein Problem mit der Feuerwehr und dem Gewerbegebiet, habe ich das Gefühl. Oder kommt die gleich noch? Hallo, Feuerwehr, habt ihr vielleicht Bock? Ach ja, eine Sache, die ich hier übrigens noch hinbauen könnte. Weiß nicht, sehe das an der Stelle cool aus? Vielleicht. Wir schauen einfach mal. Denn hier an den Primelhöhen, wo vorher Bauernhöfe waren, steht jetzt, prangt er sozusagen, der Meer- und Wolkenkratzer. Wieso ist der Turm der hohen Zinsen höher? Ich will auf jeden Fall was Hohes, das sieht cooler aus. Dann nehme ich doch den Turm der hohen Zinsen. Vielleicht höher, hierhin? Hier bringt er zwar mehr, aber ich glaube, hier könnte er besser aussehen. Dahin. Tada! Ein riesiger Wolkenkratzer. Ihm sollten weitere folgen. So, Wasserverbrauch sieht gut aus. Ich habe ja eine Menge Wasserverbraucher abgerissen. Hier gibt es verbrannte Gebäude, aber ich glaube, die waren vorher schon da. Also die sind nicht jetzt gerade entstanden, sondern während meinem Umbau. Ja,
Aber mal abgesehen davon, ihr habt hier leichte Probleme mit der Polizei und Verbrechensbekämpfung. Ja, ich sehe auch, warum ihr diese Probleme habt. Hier ist keine Polizei. Da ist eine Polizei. Die müsste ich übrigens mal kurz umsetzen dahin. So bringt die mehr. Wobei, stimmt gar nicht, oder? Doch. So, die Polizei habe ich umgesetzt und ihr braucht eigentlich eine eigene. Und wenn ich diese Polizeiwache hier hinstelle, wird es wahrscheinlich instant ein paar Aufstiege geben. Damit rechne ich jetzt einfach mal. War jetzt richtig, oder? Polizeiwache, ja. Okay, noch keine Aufstiege. Aber wenigstens ist das Verbrechen weg. Hierfür sollte die Polizei theoretisch auch noch reichen. Hier gibt es verbrannte Gebäude. Okay, wir haben also hier eindeutig ein Problem mit der Feuerwehr. Idealerweise würde ich die hier hinbauen. Wie pflanze ich jetzt die Feuerwehr dahin, sodass sie beide Straßen erreicht? Was steht denn da schon? Da steht aktuell die Polizei. Ich könnte... Bam! So, hier kann jetzt die Feuerwehr hin.